Ich hatte ja schon mal ein Video von einem typischen Campingplatzbesuch gemacht. Heute zeige ich euch mal das Freistehen. Das ist natürlich jetzt ein besonders schöner Spot hier. Und zwar stehen wir am Ende der Straße oder eines Parkplatzes, direkt am Meer. Das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Und beim Freistehen kann man natürlich jetzt nicht das Campingzeug rauspacken. Ein paar Schuhe draußen ist sicherlich kein Problem. So, da ist der Anton, der putzt schon die Zähne. Die Kinder sind nämlich heute müde, weil sie in den Wellen waren. Und der Mathis, der Mathis ist schon hier oben. Was liest du da, Mathis? Der Trojanische Krieg. Können wir es mal sehen? Ah, okay, der Trojanische Krieg. Ist das denn schon was für dich? Ja. Okay, na gut. Ist mein Deutsch. Oh, das ist ja super. Und wenn der Mathis hier oben rausguckt, dann sieht das hier... Das schöne Meer. Wenn du morgen rausgucken würdest, dann hätte ich das ganze türkise Meer gesehen. Das Fenster könnt ihr ja auch noch aufmachen an der Seite, ne? Das hier? Ich denke, würde es andere aufmachen. Sieht man auch ganz schön viel. Ach ja, nee, ich will mal unten noch kurz was filmen. Also, das war der Mathis. Und der andere. Oh, jetzt kommt noch die Nandine hier. Die eigentlich nur raus will. In die Quere. Anton, wo willst du hin? Ich bin jetzt nach oben. Nach oben, okay. Ja, nach oben. Wäre gut, wenn du mich jetzt mal holen lässt. Alles klar, also so sieht das dann aus. Und man hat vielleicht nicht die Annehmlichkeiten eines Campingplatzes, aber häufig macht man das natürlich für die wunderbare Aussicht, den schönen Strand oder einen Wasserfall.